Ich befinde mich hier direkt in unserem Newsroom und ich habe jetzt an meiner Seite Isabel Daniel, denn es geht um eine ganz heiße Story und zwar um die FPÖ und wieder einmal um die Identitären. Wie gerade eben bekannt geworden ist, dürfte ein FPÖ-Mitglied auch auf einer Liste der Identitären stehen. Isabel, was hat es denn da jetzt auf sich? Das ist ja wiederum eine neue Entwicklung in der schon Causa Identitären, die ja schon am Brodeln ist. Genau, also wie durch die Tageszeitung Österreich bekannt wurde, wir haben die Geschichte auch ausgesendet, ich habe die Unterlagen, geht es darum, dass ein Blauer aus Oberösterreich, der auf der Regionalwahlliste für die Nationalratswahl für die Freiheitlichen kandidiert, gleichzeitig auch Mitglied der Identitären ist. Das geht zumindest aus den Akten des BVD heraus, die der Justiz übermittelt wurden und die Justiz hat diese wiederum in den Urschuss, den BVD-Urschuss gebracht. Es gibt eine konkrete Mitgliedsnummer, angegeben sind da 300020. Ich gehe davon aus, es geht um 20, weil dass die Identitären tatsächlich so viele Mitglieder haben, ist jetzt nicht anzunehmen, aber das sind irgendwelche Codewörter, weil natürlich die ewige Ausrede des Martin Sellner, des Sprecher der Identitären, ist ja immer, um alle zu decken, Moment, wir haben ja eigentlich keine Mitglieder. Ich gehe davon aus, dass der Verfassungsschutz solche Namen eher nicht aus Spaß aufschreibt. Also es dürfte eine eindeutige Verstrickung zwischen diesem FPÖ-Nationalratskandidaten und den Identitären geben. Dieser Kandidat schreibt auch regelmäßig für die extrem rechts- bis zuweilen rechtsextreme Publikationen Wochenblick. Das heißt, da merkt man, dass die FPÖ in Richtung Identitär offenbar ein permanenter Einzelfall ist. Und dieser Oberösterreicher, der kandidiert ja auch auf dem Listenplatz 7. Das ist ja auch nicht ein ganz unprominenter Platz. Also Vorsicht, also es ist eine Regionalliste, das heißt, an wählbarer Stelle ist er nicht, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass der FPÖ-Chef Norbert Hofer an sich gesagt hat, er will keinerlei Verstrickungen zwischen FPÖ und Identitären haben, also keine Auftritte auf identitären Veranstaltungen, schon gar keine Spenden, gar keine Unterstützung und keine wie auch ausgeartete Mitgliedschaft. Jetzt haben wir innerhalb von wenigen Tagen den zweiten Fall. Das erste Ursula Stenzel, die bei einem Aufmarsch der Identitären geredet hat. Auch da war der Versuch zu erklären, als erste vom Herrn Sellner, das ist ja eigentlich gar keine identitären Veranstaltung. Zufälligerweise sind die, die das angemeldet haben, halt alle Identitäre. Ursula Stenzel hat erklärt, dass sie nicht gewusst hat, wo sie sei. Die FPÖ hat sich hinter sie gestellt. Jetzt wird nämlich an die nächste Ausrede der FPÖ sein. Naja, der Herr Sellner sagt, es gibt ja keine Mitglieder, also kann er kein Mitglied sein. Ich glaube, die FPÖ muss sich langsam entscheiden, wie glaubhaft sie in der Frage sein will. Es wird es sicher nicht leicht fallen. Was könnte das jetzt für die unmittelbar nächsten Tage, Wochen des Wahlkampfes bedeuten? Kann es da überhaupt noch gelingen, hier eine glaubwürdige Position zu finden? Also ich glaube, dass die FPÖ es jetzt eh auf einen Kernwählerwahlkampf anlegt. Kernwähler bedeutet aber bei der FPÖ schon bis zu 20%. Da bin ich mir nicht sicher, wie weit das Auswirkungen hat. Aber es geht uns auch nicht darum, ob das jetzt Auswirkungen auf die Wahl hat oder nicht. Es geht in der Frage schon darum, wie glaubwürdig ist eine Partei, die in einer Regierung war und die permanent bewirbt, wieder in eine Regierung zu kommen. Weil die identitäre Bewegung wird nun mal in Deutschland, in Frankreich schon hochoffiziell als rechtsextreme Gruppierung geführt. In Österreich stuft der Verfassungsschutz sie auch als rechtsextrem ein. Also da reden wir nicht von irgendwelchen Lappalien oder von Leuten, die sehr weit am rechten Rand stehen, sondern wir reden von einer Gruppierung, die der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz sogar verbieten will. Das sind ja auch gerade die Entwicklungen im Gange, da tagen gerade Sicherheitsgremien unter Geheimhaltung. Hat das auch in der Hinsicht jetzt dieser Listenplatz des FPÖ-Mandatars, befeuert das auch sozusagen die Debatte, was das Verbot der Identitären betreffe? Also ich nehme mal an, für alle übrigen Parteien wird es vor allem die Debatte befeuern,
wie stark sind die Identitären wirklich in der FPÖ. Und wie gesagt, allein in wenigen Tagen haben wir jetzt zwei Vorfälle. Die Frage ist, was kommt da noch alles? Es gibt ja weitere Berichte vom Verfassungsschutz. Das könnte alles noch ziemlich spannend sein. Für die Freiheitlichen kommt das natürlich zu einem undenkbar schlechten Zeitpunkt. Am Samstag ist ihr Parteitag, das soll ein Beschwörungsparteitag sein. Gleichzeitig, so wie ich die Blauen und vor allem Herbert Kickl kenne, nehme ich einmal an, sie werden das als Teil ihrer Inszenierung nutzen, werden versuchen, sich da als Märtyrer darzustellen. Die bösen Medien, die ganze Zeit irgendeinen Streit hereintragen wollen würden, die bösen Medien, die sich die ganze Zeit nur mit Rechtsextremen beschäftigen würden und die Linksextremen oder wen auch immer nicht sehen würden. Das stimmt nur nicht. Wir beschäftigen uns mit dem, was gerade Geschichte ist. Und wenn ein Identitärer für die FPÖ kandidiert, egal auf welchem Listenplatz, dann ist es schon schwerwiegend. Sie haben es erwähnt, es kann da noch weitere Entwicklungen geben, weil es jetzt auch Listen gibt, die bearbeitet werden. Kann da wirklich jetzt noch eine große Überraschung bevorstehen? Ich würde das nicht ausschließen, weil natürlich, es laufen ja mehrere große Ermittlungen gegen Martin Sellner, gegen andere Identitäre. Es wird einerseits weiter ermittelt wegen dem Verdacht einer terroristischen Vereinigung. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Es laufen mehrere Finanzstrafverfahren und natürlich wird auch nach wie vor untersucht, die sehr brisante Frage für diesen Staat: Wurde Martin Sellner vor seiner Hausdurchsuchung gewarnt? Wir wissen, 40 Minuten bevor diese Hausdurchsuchung stattgefunden hat, hat er die E-Mails, den E-Mail-Austausch mit dem Neonazi-Terroristen von Christchurch gelöscht. Und die Polizei wartete 12 Minuten vor seiner Haustür, bevor sie die Hausdurchsuchung gestartet haben. Das sind alles noch Ermittlungsgegenstände und natürlich kann da noch was rauskommen. Ob sich das vor der Wahl ausgeht, werden wir sehen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, der Wahlkampf wird mit jedem Tag spannender und nimmt an Fahrt und an Dynamik auf. Genau. Ich sage vielen lieben Dank für die Einschätzung. Danke.